Freunde, herzlich willkommen zurück bei ARK PlayStation 4. Ja, heute bin ich mal wirklich allein. Ich muss mal ganz kurz die Sicht ändern. Wir haben einen neuen gezähmten Rex, der schon Level 162 ist in seiner, sagen wir es so, in seiner kleinen Phase. Heute, wie ich gestern schon gesagt hatte, ich versuche mal irgendwo in der Pampa mal wieder selbst zu überleben. Das heißt jetzt ohne Tribe, ohne irgendwelche Hilfe mal eine Weile lang. Ich werde zwar noch mit dem Tribe ja was unternehmen und so, aber ich will ab und zu mal auch ein bisschen was so für euch da sein. Also jetzt nicht nur, dass ich die Gespräche immer mit den anderen führe, sondern dass ich auch mal wieder für euch da bin. Ich habe nämlich sehr, sehr viele Kommentare bekommen. Es war viel cooler, wo du alleine warst, wo du halt mit der Community, also mit euch, noch gesprochen hast und so weiter und so fort. Will mich da ein bisschen auch wieder zurückfinden, ein klein wenig, weil ich merke schon, für die meisten wird es ja nach einer Weile, denke ich, auch mal ein bisschen langweilig, wenn wir zum Beispiel keine Themen mehr haben. Also wenn es wirklich nur noch, wir zähmen das, wir machen das, wir machen das, wir machen das fertig. Nicht wundern, dass die Kamera heute so komisch ist, also die Facecam. Das eine Objektiv hat eine Macke und jetzt muss ich ein Cine-Objektiv drauf machen und deswegen sieht das alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen heller aus. Muss das dann noch ein bisschen einstellen, welche Tage noch hinkriegen. Ich will mir erstmal einen geilen Standort suchen. Ich will nämlich eine kleine Mini-Base bauen. Eine, sagen wir es so, eine Turret-Base, wo halt ein bisschen Schutz für mich gegeben ist und so weiter und so fort. Hier werden auch nicht so viele Cuts drin kommen, außer ich kriege einen Hustenanfall oder rotze hier volle Möhre ins Mikro. Dann ist natürlich dann, jetzt ist halt schon wieder Schwebekater was. Ich weiß noch nicht, wo ich sein werde. Ich werde mich jetzt die Folge ein bisschen umschauen, wo ich mich denn hinbuxieren kann. Wenn euch ein Ort einfällt, ne? Euch habe ich auch noch nicht gezähmt. Wie zähmt man euch eigentlich? Ich will mal ganz kurz gucken. Du bist... Hallo? Irgendwelche Nahrung in irgendwelchen Gegenständen. Also, letzten Nahrungslot soll ich was reinlegen. Ich weiß aber noch nicht was. Ich denke mal Fisch oder so. So, dieser Cut war jetzt gerade drin, weil ich eben gerade genießt habe. Was jetzt ziemlich im Frühjahr immer so ein kleines Problem bei mir ist. Deswegen sieht man auch, ich weiß gar nicht, ob man es bei der Face kommt, sieht meine roten Augen. Die sind ein bisschen glühhaft. Das liegt am Frühjahr, Freunde. Da bin ich total verschnupft und meine Augen glühen. Ich weiß nicht, was für Pollen hier in der Gegend rumfliegen. Ich bin aber bis jetzt immer zu faul gewesen, zum Arzt damit zu gehen. Das dürfte noch von uns sein. Übrigens an alle Leute, die noch auf dem Server rumfliegen, packt mal bitte euren ganzen Scheiß weg. Also das, was ihr nicht mehr braucht, mal wirklich abreißen. Ich finde hier so viel in letzter Zeit. Und für die, die immer wieder fragen, ich wiederhole mich immer wieder, der Server ist knacke voll. Also kann ich mitmachen, kommt jedes Mal, der Server ist voll. Und es sind mittlerweile 182 Leute in der Warteschlange, die ich aus den Kommentaren und Twitter so rausfilter, also die halt sinnvolle Dinge schreiben. Zum Beispiel einer drunter schreibt, erster, zweiter, dritter, das sind für mich keine sinnvollen Kommentare, das ist einfach nur, ja, was bewirkt man damit? Hat man ja nichts gekonnt. Und sowas ignoriere ich auch großteils, gebe ich öffentlich zu. Ich meine, manche würden mich dafür hassen, mich dafür, nur weil ich das schreibe. Aber es gibt auch manche, die sind, es gibt Leute, die sind so friedliche Menschen. Also so nicht friedlich in dem Sinne, sondern die helfen auch anderen Menschen, sind nett in den Kommentaren. Nicht nur diese Schleimerhafte, sondern wenn irgendeiner eine Frage hat, außer, da kann ich mitmachen, wird denen auch geholfen, sodass nicht mir die Arbeit abgenommen wird, aber sozusagen, dass ich mich nicht tausendmal wiederholen muss. Und das ist, finde ich, ganz praktisch. Manche werden in den Kommentaren dann gleich patzig. Zum Beispiel, wenn einer wiederholt eine Frage stellt, dann schreibt der Nächste gleich drunter, er hat doch dem Video schon gesagt. Es gibt auch Zuschauer, die kommen neu dazu. Also in dem Sinne, die sehen gerade das erste Video gerade mal. Auch wenn sie dann schreiben, ich habe jedes Video gesehen. Nee, Spaß. Es gibt Leute, die kommen das erste Mal rein, die wissen manches noch nicht. Deswegen versuche ich ja großteils in der Videoinformation unter dem Video alles zu verlinken, was sich denn so für Fragen auftauchen. Das ist großteils. Der ist pink. Jetzt habe ich alles gesehen. Okay. Dass ich großteils versuche, alles zu beantworten, was geht, aber meistens. Alles pink hier. Meistens schaffe ich das leider alles nicht. Also ich kann nicht immer alles beantworten, weil ihr wisst, Privatleben gehört dann auch ein kleines bisschen dazu und so weiter und so fort. Und hat das Vieh im Level 219 gehabt?
Also wir haben gestern ja schon einen 150er Rex gefangen, wie ihr gesehen habt, ne? Jetzt haben wir 80. Das ist normal. Was ist hier? Der wird 72. Geht auch noch. Ich habe mich da echt... Also ich war jetzt eben... Was? Okay. Wie ihr gestern mitgekriegt habt, Level 150er Rex. Wir hatten vor langer, langer Zeit schon den Schwierigkeitsgrad im Spiel angehoben, damit die Dinosaurier ein höheres Level haben. Das Problem ist, es hat nie funktioniert. Irgendwie hat das nie wirklich geklappt, dass der Schwierigkeitsgrad angenommen wurde. Level 8, okay. Auf einmal funktioniert's. Auf einmal, also da hat sich das Spiel anscheinend überlegt, war das denn hier nicht in Ordnung? Ey, komm, ich hatte die ganze Zeit einen Fehler drin, jetzt machen wir das mal anders. Ich muss das im Cut nachher anschauen, ob wirklich das Vieh was ist denn heute los, Alter? Über Level 200, ich bin total perplex heute. Ja, ist so noch ein Ort, an dem ich hinwuseln kann. Ich weiß bloß echt noch nicht, wo ich was bauen will oder werde. Die Anfangszeit, also die ersten Folgen... Ah, sorry, wenn meine Augen immer so eklig brennen. Das nervt total. Manche werden das schon bestimmt schon mitgekriegt, wenn ich meine Augen immer so drehe hier. Das liegt einmal daran, dass irgendwelche Pollen echt sowas von hart auf den Sack gehen. Ah, es ist schlimm. Gerade wenn du so Facecam hast. Wenn ich jetzt zum Beispiel Spiele mache, wo ich keine Facecam habe, was mir durchaus angenehmer ist, da seht ihr das nicht. Ja, auch wenn ich mir die Augen so wische, wenn ich die ganze Zeit immer so da sitze, dann denkt auch irgendwann, ach, ist der bekloppt oder was? Ja, im Grundprinzip ja. Oh, die habe ich noch gar nicht eingesammelt. Stimmt, ich wollte die Scheißdinger wirklich mal alle sammeln. Ich habe es nicht gemacht, warum weiß ich nicht. Ich vergesse es anscheinend immer und ich bin auch manchmal, ehrlich, ich gebe es zu faul zum Suchen. Was hast du eigentlich hier noch alles drin? Ach gut, vergammeltes Fleisch ist immer gut. Hä, wie lange hält das Zeug da drin? 7 Minuten noch? Ach so, du hast ja hier vorhin die Schlangen getötet. Ich dachte, hä? Irgendwas stimmt hier schon wieder nicht. Ja, hier vorne hatte ich ja... Mal in alten Zeiten hier zurückdenken. Hatte ich ja hier vorne gebaut. Wisst ihr bestimmt noch? Die Schlängerzuschauer wissen es noch. Da hatte ich hier vorne mein erstes Haus drin gebaut. Und da unten hatten wir unseren ersten Rex gefangen damals. Das waren noch Zeiten. Ich guck mal in so... Regionen, wo eigentlich niemand baut. Das ist eigentlich dieses kleine Inselstück. Vorne am Wasser, ja, da bauen einige immer, aber ich habe noch nie wirklich gesehen, dass da drinnen wirklich einer aktiv was gebaut hat. Ich will mal reingucken. Ich will sowieso mal irgendwann mal die kompletten Basen von den anderen alle angucken, weil ich habe echt noch nicht alles gesehen, was hier auf dem Server los ist. Warum ist das hier so hellgrün? Achso. Warum rennt die denn? Achso. Ein Raptor, welches Level hast du? Raptor? Level 28. Ja, die Schlange war halt vorhin echt merkwürdig. Irgendwie passieren hier kuriose Dinge in letzter Zeit. Können wir uns kurz gucken. Da unten ist eine Allosaurus-Familie. Sehr süß. Und übrigens da vorne an der Ecke war auch diese, also da jetzt geradeaus zu, war auch diese andere Höhle, wo wir drinnen waren. Die Feuerhöhle. Die hatten wir bestimmt auch beim Sari gesehen, wer Sari verfolgt, ne? Oben jetzt rechts in der Beschreibung. Er macht ja auch, ich weiß, die meisten kennen ihn, aber die ihn nicht kennen, der macht ja auch Ark, wie ist auf der Playstation. Und er ist zufällig hier auch auf dem Server und macht Videos. Oh, eine Not. Ich höre doch hier irgendwie viel. Hallo? Irgendwas regen die sich gerade auf hier, oder? Ich höre Dinge, die eigentlich gar nicht dazuhören. Und ich sehe, dass oben mein Sound komplett falsch eingestellt ist. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich höre einen Affen. Gott. Jetzt müsste der Ton aber wieder stimmen. Es tut mir leid, Freunde, dass hier alles viel zu laut war eben. Passiert. In so einem On-the-Fly-Video, da passiert das öfter. Hallo. Ihr könnt mir mal irgendwie schreiben, was der hier eigentlich für besondere Fähigkeiten hat. Also ich weiß, diese andere in der Größe kann tanzen und sowas alles. Rohes Filet, warte mal. Du hast da vorhin was drin gehabt, ne? Nehme ich mal ganz kurz rüber. Kann ich so einen zähmen? Ich weiß, es ist jetzt sehr sinnlos, sich so einen zu zähmen. Ne? Weil wir ja eigentlich schon andere Viecher haben. Welches Level hast du? 9. Machen wir einfach mal zähmen. So, was ist deine...
Da ist noch einer. Was ist jetzt hier deine... Bleib doch mal stehen, du Affe. Aktiv wandern. Was kannst denn du? Du kannst irgendwas mit dir rumtragen und... mich dämlich angucken. Okay, wir nehmen dich einfach mal mit. Ich hoffe, du bist schnell. Wenn nicht, bleibst du zurück. Und ich glaube, hier war ich schon mal, oder? Hier war... Ich will mir doch irgendwo nur... Amok-Zwiebel! Aua! Blitzetatze, hilf mir! Du bist aber auch ein faules Tier. Ich glaube, du bist noch auf Passiv, oder? Ich mach dich mal neutral. Nicht aggressiv. Aber das gehört hier der Zwiebel. Nee, eigentlich nicht. Fossi. Ah, Matthias! Matthias, ich finde hier nur Buden von dir. Überall sind Häuser von dir. Aber wenn wir schon einmal hier sind, ne? Es steht doch sowieso nur im Weg. Genau, erstmal weg mit dem ganzen Scheiß. Hier ist eh nichts mehr drin. Kannst du den mal hier brauchen. Und wir verschönern sozusagen die Landschaft damit ein kleines bisschen, ne? Natur! Gut, du kommst auch mal weg. Was ist denn hier? Hä? Was ist denn los? Du bist Level 11. Gut, gehen wir mal weiter. Guck mal durch. Hier ist nichts Besonderes drin, das verspreche ich euch. Da unten ist auch nichts. Aber das ist eigentlich ein geiler Ort, oder? Ich meine, hier kommt ein Drop runter. Du hast hier eine schöne große Fläche. Und mein Kater schwebt schon wieder. Das ist das ultimative Hoverboard. Pass mal auf. Wollen wir mal zurück? Dieser Spielefehler ist echt nervig. Jetzt springt er wieder, gut. Merken wir uns mal, wir sind jetzt hier auf. Ich habe ein Navi eigentlich bei. 77, gut, das ist leicht zu merken. 77, 77 merke ich mir mal ganz kurz. Ich weiß, wenn ich das bis morgen hier nicht irgendwas errichtet habe, dann hat es sich jemand anders genommen. Was meistens so ist. Jetzt packt das Ding weg. Holt er das nächste Teil raus. Was war das? Ein Raptor? Ne, ein Flugvieh. Terezin, ach, du läufst hinten gegen die Wand. Da doch, war doch ein Raptor. Habe ich richtig gesehen. Level 28, 64 in Viecher. Sah aber gut aus. Mann, hier findest du aber auch echt keinen wunderschönen Ort. Ich weiß, das Vieh werde ich jetzt hinter mir verlieren und es wird irgendwann sterben. Ich würde mich echt mal gern wirklich so auf die Suche machen nach diesem ganzen Notes. Ich werde die aber nie alle finden. Und dich schnappe ich auch mal. Aber das Problem ist ja, habe ich ja schon mehrmals erklärt und habe ihm zum Anfang erklärt. Wenn du den zähmst, den hast du bloß 24 Stunden. Was denn jetzt? Es will mich wieder einfach alles töten hier. Guck mal hier ein bisschen runter. Wenn ihr geile Orte wisst, schreibt mir mal bitte genau die Koordinaten rein, wo man sich niederlassen kann. Versteht ihr wie? Versuch. Also, es muss nicht unbedingt in der warmen Region sein. Ihr könnt auch sagen, geh ins Schneegebiet, die und die Koordinate ist richtig geil. Und da baust du uns mal was Feines hin. Also, was Feines in dem Sinne, dass ich jetzt nichts irgendwas, ein Strohhaus oder sowas hinklatsche, sondern ich versuche irgendwas. Nicht kreativ. Ihr wisst, in 2-3 Wochen schalten wir den Server auf PvP um, was ich jetzt schon angesprochen habe und manche nicht zugehört haben. Es wird langsam dunkel. Und wenn ich auf PvP umschalte, ne, wird das Ding sein, dass einige durchdrehen werden und natürlich dann Dampf ablassen wollen. Und ihr wisst, was das heißt. Es wird sinnlos geradet die ganze Zeit. Und dann will ich eine Basis haben, wo ich sagen kann, mach mal ein Baumeck hier. Ihr traut euch was. Alter, Trodons! Ich hasse Trodons. Wollten wir auch noch 10. Aber das Trodon, das zeige ich euch, wenn die Amok-Zwiebel dabei ist, weil der hat den Plan.
Da musst du nämlich einen, oh, guck mal, einen Spinosaurus ein bisschen die Leben runterkloppen und so weiter und so fort, damit du den an den Strudern gibst, dass er das töten kann und so weiter. Du bist bunt, ne? Na, immerhin, Lagerfeuer, muss ich das nachher nicht craften. Lagerfeuer, das Wasserding können wir auch, ich habe nämlich meine Wasserflasche vergessen. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Trodon? Nein, das war davor. Wie gesagt, geile Orte in die Kommentare. Würde mich freuen, könnte ich gucken, wo die sind, kann die auch mal abklappern. Und wenn sich wirklich einer mal extrem... Ich sehe nichts. Die Gamma Correction ist volle Granate oben. Ich sehe trotzdem überhaupt nichts. Aber ich muss mir erstmal... Stehe ich vor einer Wand? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich versuche mal irgendwie hier rauszukommen. Springen und laufen ist immer ganz gut. Ich schreibe nicht, mach die Gamma Correction hoch, die ist voll oben. Wenn sich irgendjemand richtig mal denkt, okay, ich schreibe dem jetzt mal alle Koordinaten auf, ne, von allen Notes, ohne Copy-Paste, soll er ruhig machen. Haut mir das Ding rein, ich will mich umgucken. Warum rennst denn du heute wieder so langsam? Du bist überfüllt. Ach, Mann. Gewicht. Was ist denn das Wichtigste hier? Haha. So, Holz brauche ich nicht. Das brauche ich nicht mehr. Mann, was willst denn du? Ich hab dir nichts getan, du Arsch. Jetzt bei Nacht drehen die Teddys auch durch. Level 20. Das hat sich nicht mal gelohnt. So, weg. Ja. Achso, das ist ein Paket gewesen. Was ist denn hier schon wieder? Abriss möglich. Okay, cool. Es gehört nicht mir, aber Abriss, wenn Abriss möglich da steht, steht schon seit Ewigkeiten einfach rum und wird nicht genutzt. Aber da liegt nicht noch einer. Lieber Pocket TV, du bist anscheinend schon sehr lange nicht online und es steht Abriss da. Tut mir leid. So. Wie gesagt, wenn du irgendwann mal wieder online solltest, die Materialien kannst du bei uns beim Tribe abholen. So nett sind wir ja. Sei jedenfalls, wenn du nicht, überhaupt nicht mal online kommst, dann sei jedenfalls so und schreib mir das, dass ich jemand anders einladen kann. Ne? Jetzt fliegst du nämlich hier oben rum. Warte mal, der stand da Tribe, ne? Okay, der hat seinen eigenen Tribe. Ich guck mal weiter. Lalalala. Kann ich das Boot hier auch wegmachen? Das steht auch nur wieder sinnlos rum. Hier sind noch Kisten. Das Boot kann ich noch nicht abreißen. Erst in 2 Tagen. Wenn es in 2 Tagen immer noch dasteht und derjenige noch nicht online war, kommt es auch weg. Ich muss hier mal auch ab und zu mal ein paar Aufräumarbeiten machen. Klingt blöd, ist aber so. Ich bin der einzige Depp, der anscheinend rumrennt und alte Gebäude abreißt, weil sie ja sozusagen sinnlos geworden sind, weil sie einfach nur da sind und der Spieler nicht mehr da ist. Ne? Weg ist er. So. Da hinten ist dieses Stonehenge-mäßige. Passt mal auf. Da gehen wir auch mal ganz kurz hin. Da war ich jetzt nämlich schon ein paar Mal gewesen. Und... Komm gleich, wir sind gleich da. Da hatte versucht, mal jemand zu bauen. Das kann ich doch auch abreißen, ne? Pass mal auf. Das ist eigentlich unser Tribe, der Schweizer. Ich weiß nicht. Lieber Schweizer von uns, ne? Reiß mal bitte deinen Scheiß hier ab. Weil, ich weiß nicht, ob du es noch, wenn du es noch brauchst, okay, sage ich nichts dagegen. Ich weiß ja, dass du online bist, deswegen will ich das jetzt nicht abreißen. Wenn du es nicht mehr willst, mach es mal bitte weg. Ich weiß, jetzt habe ich nur eine ganze Folge, wo ich rumlaufe und alles kaputt mache. Und hier. Bist du tot? Hallo? Wem gehört denn das? Das Imperium. Die stehen seit Ewigkeiten rum, die Viecher, und keiner kümmert sich mehr drum. Wie gesagt, wenn diese Tiere, die hier rumstehen, die sind schon weg, okay. Hier waren auch mal Tiere im Wasser drin, ne? Wie gesagt, wenn die Tiere jetzt hier morgen noch sinnlos rumstehen, sind sie tot. Ja, yeah, ich meine das ernst. Weil, es könnten noch andere hier, würden gerne bauen wollen. Aber wenn da irgendwas immer rumsteht, ist das Kacke. Ne?
Gott, schnell weg hier, bevor er mich beklauen will. Ah, wo kann ich denn bauen? Aua! Ey, ich dachte, du wärst gezähmt, du Arsch. Komm her. Was habe ich denn jetzt gebissen? Ja, irgendein Vogelvieh oder so, oder ein, zwei Fisch. Gut, wie gesagt, coole Orte, mal in die Kommentare auch mal mit reinballern. Also wirklich die Koordinaten, damit ich da was anfangen kann. Und am besten schreiben, ob es Schneegebiet ist. Weil, wenn ich da jetzt mit meiner Ausrüstung hingehe, dauert es vielleicht, ja, so 20, 30 Minuten, dann bin ich erfroren. Und ich glaube, es stehen schon wieder Schränke. Es stehen einfach mal Schränke mitten in der Pampa rum und ich kann sie nicht abreißen. Vogel? Ich weiß noch nicht, warum ich immer genau diesen Weg lang laufe. Das ist ein richtiges Phänomen. Wer zum Beispiel mal, er schwebt. Er schwebt. Okay. Auch nicht schlecht. Ich sagte jetzt nichts mehr zu. Irgendwas wollte ich jetzt sagen. Ich habe es leider vergessen. Oh, nee. Sorry, wenn ich so neugierig bin. Arcanter One. Er war aber vor kurzem hier, so wie es aussieht. Oh. Mit einem Schrägdach auch nicht so Hä? Okay, hier wird schon mit Strom gearbeitet. Das gehört anscheinend dir. War aber vor kurzem erst online, so wie es scheint. Wenn er noch 11 Tage steht, dann war er vor kurzem hier. So, ich kenne wirklich nicht alle, die auf dem Server rumwurschteln. Also nicht persönlich zumindest. Hier baut er sich schon einen Wall außenrum. Machen wir die Gamma Correction wieder auf normal, sonst sieht das irgendwie ein bisschen kacke aus, wenn das hier so extrem überbelichtet ist. Also hier kann ich auch nirgendwo bauen, wenn hier laufen Leute. Achso, zum Thema zurück. Ich weiß, ich rede immer total durcheinander. Ist euch das mal aufgefallen, wenn ihr jetzt auf öffentliche Server geht? Jeder einzelne Typ, auch auf PvP-Servern, das erste, was sie machen, ein riesengroßes Strohhaus, genau am Wasser. Jeder halbwegs erfahrene Ark-Spieler, halbwegs sag ich, weiß ganz genau, niemals außen am Wasser bauen. Weil wo spawnen die Feinde? Natürlich am Wasser, genau am Rand. Das erste, was angegriffen wird, ist das immer das Zeug, was außen ist. Und dann haben die meisten... Dark Force? Ey, Dark Force! Eure Viecher stehen immer irgendwo draußen rum. Ich finde jedes Mal Viecher von euch. Ob es nur eure Basilosauren sind, die ich unter Wasser immer finde, oder irgendwas anderes. Merkwürdig. Gut, was haben wir hier für Flöcke? Oh, ist das Gigator noch da vorne? Wie gesagt, alle bauen immer am Wasser. Und das ist so leicht zu finden, ne? Also wenn du jetzt mal zum Beispiel auf öffentlichen Servern, PvP, Bock hast, jemanden umzubringen, lauf einfach nur am Wasser lang. Du wirst immer einen finden, der genau dort baut. Warum? Es weiß kein Mensch. Es ist immer die gleiche. Dann wundern sie sich, oh, der hat mein Zuhause kaputt gemacht. Der hat mich im Schlaf getötet und so weiter und so fort. Klar, du musst dich irgendwo tief im Wald verbuddeln. Also nicht verbuddeln in dem Sinne, man kann sich ja hier nicht eingraben. Aber zum Beispiel, wenn du dich ausloggst, auf öffentlich PvP meine ich. Wenn du dich ausloggst, geh etwas weiter in den Wald und leg dich ins hohe Gras. Also, dass du zum Beispiel hier hinter einem Stein oder so liegst. Also, dass du so ungefähr liegst, dass du dich der andere nicht sehen kann. Zieh dir am besten noch einen Ghillie-Anzug an, denn wenn du dann am Boden liegst, sieht dich kein Schwein. Nur mal so ein kleiner Tipp nebenbei. So, dann wurden auch, habe ich gucke jetzt ab und zu mal ein paar Kommentare durch. Ist, Gott, was ist denn das? Ach, Mann, das war ja, glaube ich, die Hexenhütte da oben. Sorry, Sarah. was war das noch? Wann das nächste Update kommt? Heute. Heute oder morgen? Heute oder morgen kommt das nächste Update.
Also zumindest stand es 23 oder 24. Auf jeden Fall stand es da. Ich schätze aber mal, dass es erst Montag kommt. Deswegen wird es, glaube ich, nicht heute sein. Weil heute, also bei mir ist jetzt heute Samstag, bei euch müsste Sonntag sein, weil ich ja abends vorher aufnehme. Und ja, irgendwann dann kommt das Update. Dann kommt das Hü-Pferd dazu. Und im nächsten Update kommt für den PC am 30. Da kommt diese Eruption des Berges mit dazu, dass da hinten der Berg ausbricht. Das wird ganz geil. Hat übrigens der Sari auch ein Video von gemacht von den Updates. Der Sari macht ja diese kompletten Update-Videos immer. Und der erklärt euch da alles zu. Da ich weiß, ich könnte mich damit auch beschäftigen. Ich habe aber meistens zu wenig Zeit. Deswegen übernimmt Sari gerne diese Update-Nachrichten für mich. Nicht nur für mich, sondern auch so allgemein. Er macht das halt gerne und wird auch in Zukunft die PC-Version, weil dann die Updates früher kommen, die PC-Version damit testen. Was wird das? Ein Wassergehege? The Gods? Ihr habt euch ganz schön was vorgenommen. Die bauen sich ein riesen Wassergehege. Warum? Und was ist das? Das nächste Wassergehege. Warum? Ihr baut. Entschuldigung. Ihr baut Metallrahmen und unten Stein. Das erste, was ich kaputt machen würde, wäre das Zement unten. Oh, Trodon. Ich würde einfach das Zement kaputt machen. Da brauchst du die Metallbase nicht kaputt machen. Die fällt ja sowieso dann zusammen. Nur mal nebenbei erwähnt. Ich weiß, jetzt ist Mr. Klugscheißer wieder unterwegs und erzählt einem Dinge, die man schon lange weiß. Oh, der bist gerade tot, oder? Mein Essen, mein Essen, mein Essen. Oh. Alter, was ist denn hier nicht in Ordnung? Wie ist das Barbecue hier? Was willst du jetzt? Da war noch irgendwas drin, oder? Hallo? Das brauche ich natürlich nicht. Ja, hier ist mal so viel in der Nähe los. Es sind eigentlich, wie viele sind jetzt gerade online? Wir haben es jetzt gerade mal 1 Uhr früh und es ist, oh, 14 Spieler. Was? Nur 14 Spieler online, das ist gut. Da ist der Server nur halbwegs ausgelastet mit dem Ping von, oh, 66 gerade. Ey! Oh, ich wollte ihn retten. Alter! Ah, jetzt verstehe ich's. Das Level, was ich vorhin gelesen habe, hallo kleiner Affe, war von meinem Garfield gewesen. Ja, jetzt steht es bestimmt schon tausendmal in den Kommentaren. Nein, das war nicht von der Schlange gewesen, das war von einem Garfield gewesen. Oh, ja, tut mir leid, ich verlese mich mal. Was macht ihr denn hier? Hier ist total Terror. Ich glaube, mein Garfield ist einfach nur gefüllt. So, ich werde mich jetzt hier irgendwo in der Nähe mal niederlassen. Garfield ist sowas von hart überfüllt. Nur wo? Hier ist aber auch schön, ne? Oh, hier die schönen Plattformen. Also wenn ihr geilere Orte wisst als den hier, ne? Also hier vorne so, die kleinen Lichtscheine und so. Also wenn ihr geilere Orte findet oder wisst, wo keine Feinde in der Nähe sind, wie bei mir gerade, ballert es mir in die Kommentare, würde mich freuen. Bleib jetzt erstmal hier eine Weile und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Ich danke dir jetzt schon mal für deine Kommentare und haust da rein, mach's gut. Ciao.